So, der erste Kontrollblick geht nach OBS. Wir haben Bild. Gut. Dann werden wir diese Folge genauso sehen, wie sie ist. Es wird blind sein und es wird mit Ton sein und es wird mit Bild sein. Sehr schön. Freuen wir uns. Ach so. Ah ja, es speichert nichts, weil man alles betreten kann von Anfang an. Das heißt, ich müsste eigentlich mein State einfach laden. Und, ne, also es speichert nicht, wo wir waren. Es wurde geschrieben, dass es doof ist, dass die roten Punkte verwenden dafür. Ich glaube, es war so, dass rote Punkte Levels sind, zu denen es Episoden gibt auf dem Rocket Beans Kanal. Also auf dem, in der KS geht das Serie. Ich glaube, es war so. Ich bin mir nicht sicher. Wobei das. Ich bin mundschlüssig. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich meine, irgendwie sowas war's. Aber ich habe mir die Folgen nicht angeguckt. Ich habe gedacht, okay, nachdem wir jetzt die ersten fünf Folgen praktisch oder fünf Level gespielt haben, könnte man ja mal die Videos angucken, was die so dazu sagen. Jo, die gehen einfach jeweils eine Stunde. Ich weiß nicht, was die eine Stunde in den Levels machen. Aber das kann ich mir nicht angucken. Das ist mir zu viel. Also da bin ich raus. So, Disco Shell ist das nächste Level. Falls jemand von euch die Videos gesehen hat, könnt ihr mir gerne. Ist das jetzt einfach eine Erklärung, dass er. Soll das jetzt einfach eine Erklärung sein, wie man eine Disco Shell baut? Oder kann der da rauskommen? Hi. Was geht? Ist das jetzt? Warum ist da ein Yoshi? Und warum ist hier kein Ton? Ist das der Weg, wenn man es nicht schaffen kann, dass man. Oh, ich bin doof. Hallo, was ist mein. Ich habe den Ton gekillt. Stabil. Oder das Level hat einfach keinen Ton. Man weiß es nicht. Aber ist das der Cheatweg, wenn man es nicht schafft? Ist das das, was Sie hier mir einem mitteilen wollen? So nach dem Motto. It's dangerous to go this way. Take this. Ja, wow. Das Yoshi ist einfach der Cheatweg. Nom. Ja, wir haben das Level geschafft. Easy. Das sind einfach Death Strats, okay. Gut, jetzt mal richtig. Also Yoshi da oben ist nicht verwendbar. Das ist mal ganz klar. Okay, wir müssen den wahrscheinlich behalten. Das heißt, ich muss den halt kaputt machen und dann muss ich hier auf dem eine lustige Runde Schlitten fahren. Ja, auf der Disco Shell ist natürlich schon schwierig, vor allem ohne Save States. Das ist schon eine Nummer. Das gebe ich gerne zu. Also. Kann ich verstehen, dass Sie sagen, hier, oh Gott. Aber ich würde es gern ein bisschen probieren. Allerdings, ich hätte gern Musik dabei. Also, das jetzt ganz ohne Musik spielen, das finde ich jetzt ein bisschen dumm. Oh, kriege ich jetzt auf die schnelle Musik her? Überlege gerade, ob ich meine Qmu-Playlist anmachen soll von Spotify. Ja, weil irgendwas haben sie offenbar. Wait a moment, ich brauche den doch gar nicht, wenn mir hier eine Disco Shell entgegenkommt. Yo, unter dem Iri durch, alles klar. Ich brauche den doch gar nicht. Das Level ist mehr als strange aufgebaut. Soll das einfach nur andeuten, hey, so baut man eine Disco Shell? Man weiß es nicht. Oh, das ist so.
unbefriedigend, dass hier überhaupt keine Musik läuft. Na. Schaffen wir das, ist die Frage. Also mich würde es echt reizen. Aber ich glaube, ich werde abschnittsweise Save States setzen. Also Disco Shells sind halt wirklich nicht angenehm. Oh. Was ich auf jeden Fall mal mache, ist einen Save State da vorne zu setzen. Warum soll ich da immer wieder hinrennen? So. Ne? Ja, gut, der ist vielleicht nicht der Beste. Er ist vielleicht auch noch nicht der Beste. Aber es geht schneller. Es geht immerhin schneller als, seht ihr ja selber. Als wenn wir hier immer wieder hinrennen. So. Alles, was meinem Blutdruck, gut tut, und das ist, wenn ich nicht überall hinrennen muss, 3 Jahre lang, ist gut. Oh, ich habe keinen Skill, was Disco Shells angeht. Es ist furchtbar. Es ist ganz, ganz schlimm. So, und jetzt muss ich da unten. Nein! Ich meine, es ist ja nicht weit. Wir haben es ja gesehen. Es ist ja wirklich. Ah, es ist ja wirklich nicht weit. Mist. Nope. 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 Ihr bekommt gerade so ein bisschen die Lyrics vom ersten Part, den ich nicht aufnehme, also den ich nur mit Ton hatte. Der war auch so nope, 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 nope. Also einfach Quality Content. Man kennt ihn. Ach Mensch. Oh, das ist so unbefriedigend ohne Musik. So, können wir jetzt. Eigentlich ist der Teil dahinter der einfachere, wenn man sich richtig positionieren kann. Yikes. 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 So, kriegen wir jetzt. Ich muss halt. Ah, das kriege ich nicht. Ja, okay. Nein! Hoch, hoch, hoch! Ja? Okay. Wir kommen der Sache langsam ein bisschen näher. Und ich meine, das Ding ist, wenn ich jetzt Save State setze, dann passiert ja genau das, was immer passiert. So, ich trainiere es nicht. Ich trainiere es nicht. Und an sich ist ja dieser Hack zum Training gedacht. Das ist ja ein Kaizo Training Tutorial Hack. Also wenn man jetzt nicht. So, das ist das Ding. Ich muss jetzt wirklich mal hart sein. Sagen, ich will hier trainieren. Ich setze hier keine Save States. Notfalls müsst ihr mir eben eine halbe Stunde zugucken. Ihr könnt ja skippen und so weiter. Aber ich will eigentlich das mal ein bisschen wirklich trainieren. Sage ich jedes Mal und dann setze ich am Ende doch Save-States. So, das ist das Ding. Ne? Das ist das Ding. Will ich mir die Zeit halt nehmen? Was habe ich am Ende davon? Das ist dann die nächste Frage. Dass ich jetzt hier vielleicht eine Stunde das Level spiele, anstatt vielleicht 10 Minuten das Level mit Save States zu spielen und dann das nächste Level mir anzugucken. Ja, das ist halt immer die Frage.
Das ist halt immer die Frage. Ich meine, wir kommen immer noch nicht über das erste Hindernis. Es ist nach wie vor das erste Hindernis. Es ist schon ein bisschen ungünstig. Ein bisschen sehr ungünstig. Und der Midway Point kommt ja nicht nach den Blöcken. Da wäre er mir lieber. Ich glaube, ich werde mir, also bei den Blöcken, wenn ich bei den Blöcken oben bin, werde ich mir da einen Save State setzen. Das werde ich schon machen. Das werde ich schon machen. Das hier immer wieder. Nee, ich würde sagen, wir schaffen das so abschnittsweise, aber halt nicht richtig. Ne? Nope. Aber zumindest die Abschnitte würde ich gerne ohne Save State schaffen. Also bis zu den Blöcken kommen und dann da hoch. Das würde ich schon gerne ohne States hinkriegen. Wir werden sehen. Das ist so unbefriedigend ohne Musik. Macht euch einfach Musik nebenher an. No, eigentlich ist das die Idee. Jeder macht sich seine eigene Playlist an und ihr hört einfach Musik dabei. Das ist doch eine Idee. Ob jetzt bei mir leise Hintergrundmusik läuft oder bei euch, macht ja gar keinen Unterschied. Und dann hört ihr sogar das, was ihr hören wollt. Top. So kann jeder das Video auf seine Art und Weise schauen, wie er möchte. Nur ich bin am Ende der ohne Musik. Ach! Warum bin ich so schlecht darin? Nein? Ach, die Disco-Shells sind so... Ne? So sind Disco-Shells. Einfach... Mal klappt's gut und mal überhaupt nicht. Ich meine, wir haben das Level ja schon geschafft, ne? Hust. Oh, dieser zweite Teil da hinten. Wir waren erst ein einziges Mal bei den Turnblöcken. Das ist so tragisch. Es ist so tragisch. Das war ein Ansatz. Dann bin ich leider umgedreht. Okay? Okay? No! Not like this. Ja, moin. Ich hab schon wieder vergessen, was danach kam, bevor der Midway Point kommt, ne? Ich hab das echt schon wieder vergessen. Juhu! Nee, ich krieg's nicht hin. Bin jetzt schon langsam am Punkt, wo ich wieder meine States setzen möchte.
Aller Ehrgeiz und Drang zum Trainieren, aber... Ah! Gott. Ja, okay. Okay, nein, wir machen jetzt ab jetzt einen State hinter den zwei Sprüngen. Ich hoffe, einen guten. Ja, der ist okay. Ja. Ja. Wait. Sind die... Das ist nicht solide. Ich meine, so wollten die das nicht. Profis. Haben die das nicht im Video selbst gemerkt, dass man hier durch... Oh, das habe ich cool gemacht. Oh mein Gott, das ist nicht solide. Wow. Ah, da kam doch direkt der Midway Point, ne? Ja, da kam direkt der Midway Point. Es wird mich schon reizen, das am Stück zu schaffen, ne? Aber nee. Nee, Freunde. Nee. Aber wir machen zumindest machen wir das richtig, dass wir durch die Blöcke hier durchgehen. Das machen wir auf jeden Fall richtig. Gibt's doch nicht. Mann. Ach, komm schon. Okay. Okay. Ja, ist doch gut. Ah, Nein. Beim Midway Point waren wir schon, so. Also brauche ich gar nicht laden. Also anstupsen, weg, rüber. Anstupsen, weg, rüber. Oh, das könnte sogar reichen. Naja, wir stupsen es richtig an. Ach, komm schon. Das ist jetzt halt wirklich nicht schwer, weil ich kann große Sprünge machen. Das lässt sich leichter kontrollieren als dieses kleine Gehopse. Und ich habe halt mehr Kontrolle. Ich muss nur trotzdem... gut landen. Na, ah, die ist zu weit runter. Nein, komm schon. Warum kann ich das nicht? Okay. Okay. Okay.
Ich setze hier ein. Aber hier ist halt leider kein Midway Point, aber ich sehe das, als wäre hier einer. Und hier haben sie es jetzt solide gebaut. Also mal haben sie es solide gemacht und halt mal nicht. Wahrscheinlich, weil sie da einfach, ja, wie so wie da. Die haben denen einfach die Turnblock-Grafik wahrscheinlich gegeben. Nee, nee, Quatsch, dann würde er ja den aufmachen. Nee, ist egal, was sie gemacht haben. Was kommt denn jetzt hier noch? Scheiße. Ja, das war's. Dann an der Stelle. Oh, da wäre noch einer gekommen. Muss ich dann umstellen? Was muss ich da tun? Ah, ich muss wahrscheinlich warten. Machen wir das doch anders. Ach, ich starte ja hier. Nee, ich wollte ja hier loslegen. Ja, ich muss den. Ich mache einfach den kaputt. Ich mache einfach den ersten kaputt, weil warum nicht? Ich kann ja den hier mitnehmen. Und jetzt, ja, das war's dann hier. Klar, ich mache einfach den kaputt. So. Und da drüben mache ich dann halt auch meinen kaputt. Ja, so nicht. Mist. Also, irgendwie, man weiß teilweise nicht, wie sie sich's wirklich gedacht haben, ob die Tricks, die ich gerade mache, sozusagen, ob das so gedacht ist, dass man den ersten kaputt macht oder eigentlich den kaputt machen soll, der einem hier entgegenkommt. Das würde ich ja eher vermuten, aber gut. Einfacher ist es, den eigenen kaputt zu machen, den man selber gerade benutzt. Das war nicht, was ich wollte. Ich hatte eine andere Idee, wie ich da vorgehen könnte. Auch das funktioniert nämlich. So, jetzt habe ich ganz normal den hier. Jetzt kommt, glaube ich, nichts mehr entgegen. Ach, verflucht. Also das kann man sehr unkonventionell hier lösen. Bestimmt nicht so gedacht. Aber was soll's. Was kommt denn jetzt noch? Was kam denn jetzt noch? Oh! Verstanden. Ich muss über den dann da hoch. Und dann ist er da das Ziel. Okay, komm, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Yikes. Aber das ist schon ein stranges Level. So vom Ideenaufbau her. Also muss ich da. Ah! Dann muss ich da möglichst schnell nach hinten. Ne, wobei, solange er nicht reingeladen wird, passiert ja nichts. Ah! Aber das ist dann die Geschichte. Ja gut, ne? Ah, das war nicht so durchdacht. Aber das am Stück, nee, nee, tut mir leid. Auch mit Midway Point, das ist, nee. Das ist dann doch ein bisschen. Oh nein! Ja, das war dumm. Muss ich ihn doch neu nehmen? Aber dann kriege ich den anderen nicht. Oh, okay. Man würde es schon irgendwie hinkriegen, aber uff. Uff. Also wenn sie hier an dem Part eine Stunde sitzen und das ohne Stage spielen, dann verstehe ich die Welt vollkommen. Ne? Aber die ersten Level verstehe ich nicht, was sie da eine Stunde lang treiben. Yikes. So, jetzt komm, Abflug. Es ist doch nur eine gerade Strecke. Ich muss doch nicht mal über irgendwas drüber springen. Warum bin ich denn so?
Nein! Ich muss halt aber höchsten Punkt erwischen. Ich kaufe das nächste Level halt wieder Musik, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass. Ja, danke schön. Naja. Naja, wir haben es einigermaßen gespielt, aber nicht wirklich. Nicht wirklich wie gedacht. So. What now? Schaue die Episode. Leider haben wir für diese Episode kein spielbares Level. In der aktuellen Episode lernst du ohne Level neue Dinge. Ah ja. Was immer wir da gelernt haben. Cape. To do a spin jump, press the A-Button. A super Mario spin jump can break some of the blocks and defeat some. Wow. Really? Aber hey, wir haben wieder Musik. Und ich habe. Was soll ich denn hier machen? Ah ja. Ja, das hat gut funktioniert. Okay. Was ist hier noch so? Kann man da drüber fliegen? Ich vermute nicht. Ah, zu niedrig. Nein, immer noch zu niedrig. Ah, ich komme nicht hoch. Von weiter hinten. Ja, nein! Jetzt bin ich wieder da, wo wir gestartet haben. Aber dann könnte man über die Röhren oben nämlich drüber. Versteht ihr? Das wäre. Oh mein Gott. Das wäre dann möglich. Jo, wie ist das hier gedacht? Ah, wahrscheinlich so ein Flugspin-Jump-Ding. Ja, ich sehe. Aber wir gucken mal, wie viel man hier überfliegen kann. Das reizt mich natürlich immer. Komm nicht hoch genug. Oder doch? Ich komme hoch genug. Nein. Ach Mann. Nein! Es hat vorhin so schön funktioniert, ne? Wir können natürlich auch hier durchfliegen. Ach Mann, lass mich doch tricksen. Okay, ich stehe drauf. Jetzt muss ich halt, ja, jetzt muss ich blind auf den Röhren landen. Lol. Das ist einfach ein Stück Erde. Okay, spielen wir das Level nochmal. Das wird dann doch zu unangenehm, da blind über die Dinger zu hüpfen. Das ist einfach ein Stück Erde. Nee! Mit der Cape so ein Shellshop ist auch wieder. Oh. Komme ich da zurück? Nein, natürlich nicht, ne?
Lull. Wie die Kammer einfach nicht mit hochgeht, ne? Auch interessant. Oh! 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 Aha! Da muss man erstmal auf die Idee kommen. Nichts passiert, wir haben gar nichts verloren. Alles ist normal. Hier, da, guck, wir haben nichts verloren. Ich hasse es, mit der Feder Shellcharms zu machen. Ich hasse es, mit der Feder Shellcharms zu machen. Ich hasse es, mit der Feder Shellcharms zu machen. Wieso kann ich die nicht? Die sind so... Ah! So. Ganz ehrlich... Ich sollte einfach einen kleinen Shelljump machen und dann die Feder da oben einsammeln, aber das Problem ist, die wird zu schnell runterfallen. Ah, die wird mir zu schnell runterfallen, das haut nicht hin. Huch! Ich wollte eigentlich hier einen State setzen, wenn ich die beiden Federn habe, so. Jesus im Himmel. Okay. Ja, was jetzt? Ja, was jetzt? Soll ich die da hinkicken? Was soll ich tun? Hä? Einfach nix! Ich hätte einfach... Hä? Was ist deren Mission gewesen in dem Level? Ich kann da doch einfach so durch. Was ist eure Mission, Freunde? Ah, hier muss ich fliegen. Ah, jetzt habe ich nur noch eine Feder. Ja, okay, aber es ist in Ordnung. Ja, das war nix. Ja, dann fliegt man hier normal. Damit man hier den abstampfen kann. Ja, verstanden. Ey, aber also... Break-sicheres Bauen müssen die lernen. Das ist ja... Das kannst du auf SMW Central nicht zeigen. Was ist denn jetzt hier? Einfach da drüber oder was? Und dann? Jo, hi, alles klar. Wir gehen dann mit dem weiter. Okay. Oder die haben das bewusst so gebaut, damit man es eben skippen kann, wenn man es nicht schafft. Oder was? Ich weiß nicht mal, was da gedacht war. Sollte man mit der Shell dann da drüber? Oder dass man die Feder nicht verliert? Ich habe keine Ahnung. Oh, Junge. Okay. Das geht nicht gut. Sag ich ja. Da ist das Ziel. Okay. Ja, aber dann... Das kann ich ja wieder einfacher machen. Wow. Das kann ich ja wieder einfacher machen. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Irgendwas ist komplett schief gegangen. Also wenn die Videos nicht so furchtbar lang wären, würde es mich echt reizen, was die da dazu sagen zu dem ganzen Zeug. Aber das ist halt eine Stunde pro Level. Selbst mit doppelter Geschwindigkeit, die ich ja nutze, ist es halt eine halbe Stunde pro Level. Obviously.
Wieso? Ja, oh mein Gott. Weil dann wüsste ich nämlich, ob ich es zumindest richtig spiele. Oder ob ich Breaks finde, die die gar nicht gefunden haben. Was ich mir nicht vorstellen kann, ich meine, die sind jetzt ja nicht unprofessionell eigentlich. Ich meine, ich gucke das Format nicht, ich weiß nicht, was die sonst so spielen. Nein, ich wollte nochmal losfliegen. Ach, soll man hier... Oh, man soll hier kleben. Man soll da sicherlich kleben. Ja, okay, dann kleben wir halt. Ist auch in Ordnung. Dann kleben wir halt. Deswegen. Ja, okay, verstanden. Stabil. Aber kann ich. Wait, nein. Ich kann doch nicht gerade runter zum Kleben, oder? Ich muss doch so reinkleben. Also so schräg reinfliegen, um zu kleben. Oder? Bin ich jetzt dumm? Ja, hä? Okay, wisst ihr was? Wir kommen hier immer wieder problemlos hin. Ich mache da jetzt ein State und wir probieren einfach die Stelle alleine. Hier hin zu spielen ist absolut keine Kunst. Na, so geht's zum einen. Ja, toll, danke. Ja, an sich komme ich von der Höhe her ja auch so hin. Ja, das ist halt dumm. Das soll ich natürlich nicht machen, das ist mir klar. Aber... Ne, das war nix. Aber ich verstehe nicht, was die Koopas da so... Ich verstehe gar nichts. Na, so geht's halt auch. Ja, gut. So dann wieder nicht. Das ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Eigentlich komme ich nur hoch. Ja, okay, sowieso. Ach, keine Ahnung, wie es gedacht war. Vielleicht sollte man da kleben, vielleicht auch nicht. Actually, I don't care. P-Speed. Du verlierst die Geschwindigkeit während des Rutschens, wenn du links oder rechts drückst. Vermeide das am besten. Offenbar soll ich hier Anlauf nehmen. Gut. Müssen das denn blaue Blöcke... Ich meine, warum müssen es denn blaue Blöcke sein? Das macht's... Ach so, die sind gar nicht blau. Sie sind blau, aber sie sind nicht keine aufnehmbaren Blöcke. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann hab ich nisch gesagt. Ach komm. Ups, falsche. Ich wollte weder laden noch sonst irgendwas. Kann ich nicht direkt weiter? Müsste das von der Geschwindigkeit her nicht hinhauen? Nee, scheinbar nicht. Muss ich echt hin und her laufen? Na gut. Oha, das hat voll gut zum Musik. Gepasst. Aber Zufall, weil die Musik ja einfach stetig weiterläuft. Oh nein, ich habe den P-Speed verloren. Bin ich dumm? Warum drücke ich vorher rechts?
darf nichts drücken, dann bleibt auch der Speed bestehen. Eigentlich ganz simpel. Wow, wow. Hui. God dang it. Und jetzt? Wahrscheinlich soll ich von da... Soll ich da nochmal Anlauf nehmen auf den Mannschaften oder was genau wollen sie da von mir? Weil von der Plattform aus scheint es ja nicht zu gehen. Ich denke mal, ja. Ich soll von der Plattform aus Anlauf nehmen. Deswegen ist der Pilz da. Dass ich so nur eine bedenkte... begrenzte Zeit habe, um Anlauf zu nehmen, und dann komme ich zum Midway Point. Ja, moin. Oh. Das war nix. Ich überlege jetzt nur, ob ich von den Moles aus normale Sprünge mache. Ah! Ob ich von den Moles aus normale Sprünge mache? Ja. Oh, ich muss den nochmal nutzen. Okay. Na, dann ist das. Wäre besser, den am Rand nochmal zu nehmen. Huch! Zu bald offenbar gesprungen. Wofür genau? Ach so, wahrscheinlich wegen dem niedrigen Sprung. Okay, aber hier brauche ich keinen P-Speed mehr, weil hier kann ich jetzt ja eh rutschen. Das ist wie vorhin aufgebaut. Spoiler, war es nicht. Ja, moin! Wo hätte ich das denn jetzt wissen sollen? So. Hüp. Aber dann wissen wir jetzt, wie das Level endet. Ist okay. Muss es nur schaffen, diesen Keyjump zu machen und den Schlüssel wegzuwerfen, auf dem Schlüssel zu landen, mit dem Schlüssel einen Keyjump zu machen und im Schlüsselloch zu landen. Yay! Ah, nee, muss ich gar nicht. Ich muss gar nicht auf dem Schlüssel landen. Vielleicht schaffe ich es sogar von dem Schlüssel aus so... Oh. Vielleicht ist das so gedacht. Ja, das könnte sein. Ja, dass man direkt weiterspringt. Mit dem Speed direkt weiterspringt und dann im Schlüsselloch landet. Das wäre sogar ganz cool konstruiert, wenn das funktioniert. Ja. Nice. Okay, das war ganz cool gebaut. Mit Air Jumps. Ja, da sind wir raus. Das ist bestimmt jetzt
Ach, sowas hier. Ich dachte mit der, ich dachte so mit der Schelle in der Luft. Das hier kann ich eigentlich ganz gut. Also eigentlich. Sagte er, kann's obviously nicht. Mann, warum kann ich das nicht? Ja, jetzt geht doch. Ja, das hatten wir schon mal. Das hatten wir genauso schon mal. Oh, brauche ich die Shell noch? Oh nein. Nee, ich brauche die Shell nicht mehr. Okay. Was soll ich da tun? Spinchamp vielleicht? Aber dann. Dann wäre doch da eine blaue Münze, oder? Aber so geht's ja auch nicht. Doch, so könnte's gehen. So könnte's sogar gehen. Na, schade. Wie mache ich das? Wie mache ich das, dass ich noch da drauf lande? Ich glaube aber, so ist es gedacht, dass ich da nochmal drauf lande. Wie mache ich das, dass ich da nochmal drauf lande? Verdammt. Kann ich irgendwie meine Fallgeschwindigkeit? Nee. Ich gehe mal zurück auf meine Theorie mit den Spin-Jumps. Um mich da rein zu. Also, dass ich möglichst schnell springe, um dann über den Mancher zu kommen. Vielleicht funktioniert das. Aber es wirkt nicht so, ne? Doch so. Komm mal her. Ich nehme dich mal mit. Wait, what? Was will er denn? Was will er denn? Ich hätte es erst. Hä? Jetzt habe ich es falsch gemacht. Yoshi frisst einfach plötzlich irgendwas, okay. Auch interessant. Hä, ich muss erst die Münzen wegmachen? Was ist denn meine Mission da? Ich muss erst die Münzen wegmachen und dann? Ach Mist. Ja, wow. Ach komm.
habe doch schon raus, wie es geht. Aber ich habe nicht raus, wie die P-Switch-Stelle gehen soll. Weil ich muss erst einmal die Münzen wegmachen. Dafür muss ich nach hinten kommen. Aber dann sind die Dinger ja weg. Ich meine, ich habe ja nur... Da ist ja nichts weiter dahinter. Ach nee, ich bin dumm. Lol. Das ist voll lustig. Der geht immer dann weg, wenn die Blase gespawnt wird und wenn die Blase wieder verschwindet. So, dann kommt der wieder. Lul. Ja, so soll ich es machen. Ich bin blöd. Got it. Got it, got it, got it. Nein! 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 Okay, also. Idee, wie ich die Stelle mit dem P-Switch vielleicht ein bisschen entspannter machen kann. Haut es hin? Könnte funktionieren. Muss mal was ausprobieren. Muss mal was ausprobieren. Ja, nee. So nicht. Das war nicht, was ich wollte. Not even close. Ach komm. Ich warte drauf, dass ich irgendwann in die Manche hier noch verrecke übrigens. Ich warte nur drauf. Na scheiße. Nein! Ich wollte es an. Oh. Jetzt habe ich wieder in meine alte Strategie gedacht, aber die ist doof. Die machen wir nicht. Wir machen die normale Strategie. Wie wir es einmal schon fast gehabt hätten. So machen wir es. Weil da hat man zumindest gesehen, dass es funktioniert. Drück ihn doch noch, Kollege. Den vorher hochwerfen, dann sollte es besser funktionieren. Also, so. Ja, in etwa. Noch nicht optimal, es ist noch nicht optimal, aber wir nähern uns der Geschichte. Würde ich sagen. Wir nähern uns der Geschichte noch ein bisschen mehr. Halt nicht immer wieder gleich in die Hand. Oh.
Yes. So. Was jetzt? Soll ich den essen oder was soll ich tun? Wie viel hat Yoshi schon gegessen, ist die Frage. Ach so. Hä? Ja, aber dann gehe ich jetzt einfach so und spring hier ab halt. Oh mein Gott. Das wird mich jetzt zwar nicht killen, aber jetzt muss ich drei oder mehr solche Keychumps hintereinander machen. Oh, Hilfe. Das killt mich halt nur in der Zeit. Ich setze hier ein State, für die Zeit, falls die Zeit abläuft. Aber wir probieren das jetzt noch ein bisschen. Oh, nee. Ist es leichter, von hier oben loszulegen? Nein. Oh Gott. Okay, ich glaube, man kann es aber irgendwie so machen, dass man... Ja, dass man einfach das an der Wand macht. Ohne da so in der Luft rum zu... Also ich kann das, glaube ich, ne, so immer wieder. Ich konnte das schon mal ein bisschen besser. Das ist schon eine Weile her. Aber so hoch ist schon... Oh, ist schon viel am Stück. Ja, und dann nochmal. Ich glaube, zweimal muss man es schaffen. Ja? Oh Gott, das ist... Das ist halt wieder das, was mich dann... Ne, immer das Gleiche spielen, immer das Gleiche spielen. Das ist was, was mich unfassbar nervös macht. Das kann ich gar nicht ab. Das kann ich gar nicht ab. Sorry. Wir sind bei einer Stunde. Bevor ich hier gleich ausflippe. Nein. Wir machen das mit Slow-Mo. Und das bedeutet, ich mache den Ton aus. Wollte eigentlich erst den Ton ausmachen. Ihr habt gerade gesehen, warum ich den Ton ausmachen möchte. Mit Slow-Mo sollte ich es hinkriegen. Das ist das Ding, ne? Aber in der normalen Geschwindigkeit. Uff. Okay, egal. Aber, nee, sorry. Nicht im normalen Speed. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Okay. Uff. Uff. Gut, dann haben wir wieder 5 Level gespielt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also gespielt, ne, wir haben uns ganz schön durchgetrickst teilweise, aber hey. Gebt dem Part gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr... Ach, egal. Tschüss.